Unter dem Motto Miteinander und Füreinander sind am Wochenende eine Vielfalt an besonderen Talenten und Begabungen unter dem Dach der Erbse zusammengekommen, um ein buntes Programm zum besonderen Geburtstag zu bieten. Heute 10-jähriges Geburtstagsfest hier vom Kulturzentrum Erbse und 114 Jahre Erbse. Was hat es auf sich mit den 114 Jahren? Die 114 sind eine ganz besondere Sache. Das Gebäude ist eben vor 114 Jahren errichtet worden, der damaligen K&K-Monarchie als größte Konservenfabrik von ganz Europa. Und damals gesehen war das Kirali Ida, ungarische Seite. Und wenn Sie hinter mir schauen, sehen Sie die Erbsenschälanlage. Sie haben am Klavier mitgespielt bei der Gruppe Sanfona. Wie kommt es zur Zusammenarbeit? Ja, das ist ein reiner Zufall. Ich bin vor einer Woche angerufen worden. Diese Dame, die da spielen hätte sollen, die ist kurzfristig ausgefallen, die ist leider erkrankt. Das hat mir die Kollegin Sonja Hutter hat mich gefragt, ob ich mitspielen möchte, und das hat mich sehr gefreut, weil ich habe ja schon vor 30 Jahren bei diesem Akkordeonensemble selber mitgespielt, auch auf dem Akkordeon. Ich habe auch ein paar Jahre Akkordeon gelernt, nicht nur Klavier, und das war jetzt so richtig das alte Programm teilweise wieder, das hat mir echt Spaß gemacht. Akkordeon wieder voll in? Ja, Gott sei Dank, es wurde eine Zeit lang vom Keyboard verdrängt. Und wir sind aber standhaft geblieben, und nachdem ich das Akkordeon sehr liebe, ich spiele mehrere Instrumente, setze ich mich sehr dafür ein. Und wir können auch nicht an Nachwuchs klagen. Nach der Pause werden wir dann auch unseren Nachwuchs vorstellen, nämlich drei kleine Burschen. Ein Geburtstagsfest, wie man es sich nur wünschen kann. Gestern ein volles Haus, heute ein volles Haus. Die Kinder toll versorgt, kreativ schaffend. Ich meine, Kinderwerkstatt, der Armbandel kriegt, freue mich sehr. Und ja, am Abend haben wir noch die Polka-Stränge, und da wird es ein sehr, sehr lässiges Konzert geben. Und das ist dann der Ausklang von 114 Jahre Erbse und 10 Jahre Bondat. Und wir haben uns umbenannt. Ab jetzt, ab diesem Wochenende, ab diesem Geburtstagsfest, ist Bondat als Vereinsname Geschichte. Wir heißen jetzt Erbse. Das ist unsere Identität, die haben wir immer schon gehabt, und das drücken wir jetzt auch mit dem neuen Namen aus.